so ohne weiteres ist das nicht mehr. Ja, aber ich muss da widersprechen, weil ich halte mich da lieber an den Vorstandsvorsitzenden von E.ON, der gesagt hat, wir können die 3 Kernkraftwerke auch wieder reaktivieren. Der hat gesagt, wir können mit 6 Kernkraftwerken rechnen. Allerdings die Bundesregierung hat es abgelehnt auf sein Angebot und hat dann gesagt, ja, dann Politik, wir halten uns an die politischen Vorgaben. Denn natürlich haben wir ein paar Schwierigkeiten, wenn wir ein stillgelegtes Kernkraftwerk wieder aktivieren. Die Genehmigung erlischt übrigens erst dann, wenn die Abrissgenehmigung erteilt ist. Die sind in allen 3 Fällen noch nicht erteilt worden. Und deswegen, klar, man kann dann ein halbes Jahr vielleicht Stillstand haben, aber man stelle sich mal vor, wir würden im Jahre 23, am Ende des Jahres 23, 6 Kernkraftwerke geschenkt bekommen. Das wäre die Situation. Natürlich wird man vielleicht 3, 4, 6 Monate, 9 Monate Stillstand haben, um dann auch die Brennelemente wieder zu beschaffen, um das Personal wieder einzustellen. Das ist alles richtig. Aber wenn man sieht, dass Polen jetzt ein Kernkraftwerk an der Oder baut und es sich darauf freut, dass sie in 10 Jahren es bekommen. Wir haben hier 6 Stück. Und wenn ich das mal in Gaskraftwerke mal umrechnen darf, dann muss man ja sehen, diese 6 Kernkraftwerke produzieren ungefähr so viel, wie heute das Erdgas in der Stromversorgung insgesamt ausmacht.